Hallo, wir sind reingekommen. Du bist interessiert, sonst wärst du jetzt schon lange nicht mehr da. Dann erzähle ich dir doch einfach mal, was wir so machen. In der ersten Hälfte des Semesters, das jetzt gerade startet, machen wir noch das Projekt vom letzten Semester fertig. Weil dann war ja Corona-Lockdown, also haben wir nicht können proben, wir konnten kein Konzert geben und das holen wir jetzt noch. Und zwar, mega geil, in Berner Münster. In Berner Münster, wenn du dort kannst auftreten kannst, dann musst du einfach. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Konzert nachholen, finde ich. Und finde auch den Rest vom Chor, hoffe ich jetzt mal. Wir machen es am Freitag, am 6. November und am Samstag, am 7. November. Das sind die zwei Daten von dem Konzert. Und darum können wir auch bis dorthin proben. Du solltest vielleicht noch sagen, was, dass wir singen? Hallo übrigens. Wir singen russisch-orthodoxe Musik, Tschaikowski und Rachmaninoff, sagt ihr vielleicht etwas? Das sind so die zwei grossen Namen, die man auch da bei uns in Europa kennt. Aber es hat dann auch von wenigen bekannten Komponisten Werke drin. Die sind auch mega geil, also ist mega cool zum Zuhören. Was für dich jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, weil du bist ja hier da, weil du potenziell mitsingen willst. Es ist ein bisschen anders als sonst, als andere Jahre. Normalerweise fangen wir am Anfang Semester an, aber das Semester ist eben alles ein bisschen später, weil die Konzerte noch sind vom letzten Semester. Das heisst, die erste Probe, wo du kannst kommen kannst, ist am Dienstag, am 10. November. Dann hat man drei Schnupperproben, das ist immer so. Also die erste, 10. November ist die erste Schnupperprobe. Dann haben wir nochmal zwei Schnupperproben, wo man einfach kommen kann und schauen kann, ob es einem passt. Da muss ich auch, ob das Feeling so stimmt. Ja, und nach diesen drei Schnupperproben wäre es nachher gut, wenn du dich anmelden würdest. Wenn du dann weiter singen willst, musst du dich eben anmelden, um nachher auch dich zu verpflichten und definitiv für das ganze Projekt dabei zu bleiben. Ja, aber am Anfang kannst du einfach vorbeikommen, kannst schauen, ob es passt. Wir sind sicher rum. Mhm. Wir könnten auch sagen, was das wo ist, wer das wo sitzt und so. Das ist easy. Ja, und das ist wirklich mega unkompliziert dort. Und auch wenn du überhaupt keine Chorerfahrung hast, ist das absolut kein Problem. Vielleicht weißt du schon, ob du eher hoch singst, dann bist du vielleicht im Sopran. Oder im Tenor. Oder wenn du eher tief singst, dann bist du vielleicht eher im Alt oder im Bass. Aber wenn du noch gar nicht weißt, in welcher Stimme das du bist, macht es auch nichts, weil wir haben am Anfang ein Einteilungsvorsingen. Das ist natürlich nicht vor dem ganzen Chor, sondern wirklich einfach nur mit unserer Stimmbildnerin, wo es ein bisschen darum geht, um herauszufinden, in welcher Stimme das du am besten aufgehoben bist. Was kann man noch sagen? Genau, die Zeit. Wir proben immer am Dienstag vom 6:15 bis am 9. Genau, und ist vielleicht noch der da hast du recht. Wir proben am jetzt in der Aula mit Matt. Das ist da auf dem Plan. Genau, ja, da sieht man es. Und wie ihr es eigentlich auf dem Plan auch gesehen habt, ist es ganz in der Nähe von der Uni Tobler, also mitten dort, wo die meisten Leute auch Uni haben. Das Jahr nicht das Einzige, was relevant ist, weil eben alles ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig. Wir proben zusätzlich auch noch in der Aula vom Schwabgut. Das ist einfach eine Schule in Bethlehem. Genau, und wenn ihr dort herkommen wollt, das ist ganz in der Nähe von der Tramhalterstelle Stöckacker. Ich denke, das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr sonst nachher nachschauen wollt, findet ihr das auch alles bei uns auf der Homepage. Das Projekt, das wir dann startet, das sind vier Elemente. Dort haben wir einfach zu allen von diesen vier Elementen, das ist Feuer, das ist Wasser, Luft, und Erde. Passende Stücke ausgesucht, wo die Elemente repräsentieren. Zum Beispiel der Feuerreiter, finde ich ganz geil. Oder der Le Djinn von Gustav Fauré, das ist mega ein cooles Stück. Das sind alle so ein bisschen aus dem Feuerbereich. Mhm. Frauen der Braus, mega geil. Ja, voll. Der Elternchor aus dem Ruskalka von Dvorak ist auch mega, mega schön. So geil zum Zuhören. Dort können Männer wirklich zuhören. Das ist so schön. Ja, also ich
könnte echt schon sagen, wegen dem Konzert. Ja, können wir eh sagen. Also Konzerte sind dieses Jahr in der grossen Halle. Von der Ritschule? Genau. Und das ist eher ein untypischer Aufführungsort für uns. Und was auch recht speziell ist, ist, dass wir dieses Jahr das Projekt zusammen machen mit einem Videokünstler, der nachher eigentlich hinter uns das Ganze illustriert. Also das Projekt, das startet im November. Und Konzerte sind dann erst nächstes Jahr, 2021. Im Juni. Vielleicht Fehlprobe. Das stimmt. Man darf maximal 3-mal fehlen. Sonst muss man nachher noch ein Vorsingen und dort wird man dann auf Herz und Nieren getestet. Sehr schön. Ja, also das Vorsingen ist eigentlich mehr eine Zusatzprobe. Wir sind meistens in der Aula Musmat zusammen mit dem Dirigent und mit anderen, die auch gefällt haben, quasi häufig gefällt haben. Und es geht ein bisschen darum, dass man einerseits die schwierigen Sachen nochmal anschaut, aber nachher auch herausfindet, ob man in dem Sinn konzertreif ist, also ob man die Sachen auch so kann, dass man nachher auf die Bühne kann. Ja, weil wir machen immer Aufnahmen von unseren Konzerten. Wir nehmen die CDs auf und darum wäre es ein bisschen scheiße, wenn jemand einfach reingrölt am Konzert, das dann aufgenommen wird. Ja, außerdem, also ich meine, auch die Leute, die am zahlen, damit sie an unsere Konzerte kommen können, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen, ist es natürlich auch cool, wenn wir das richtig gut machen, oder? Was man wirklich kann sagen, wir sind schon einfach nur ein Blauschchor, wo man so ein bisschen kommen kann und so ein bisschen singen kann, wenn man so ein Gelüschli hat. Es geht wirklich darum, die Dienstag, die sind nicht freiwillig, die sind fixe Termine. Wir haben zum Teil Samstagsproben, wir haben Probewochenende und das sind alles Termine, die fix sind, wo man muss kommen. Ja, und für uns ist es natürlich auch cool, wenn wir eben wirklich ein tolles Projekt auf die Beine stellen. Wir haben am Schluss immer unsere Konzerte und es ist auch wichtig, dass man bei diesen Konzerten dabei ist. Und es ist auch wirklich mega toll, bei diesen Konzerten dabei zu sein. Ja, es macht Spass. Es soll Spass machen bei der Probe. Es soll Spass machen an den Spezialevents. Es soll Spass machen an den Konzerten. Und es macht auch Spass. Ich kann sagen, der Unichor ist nicht einfach ein 0815. Und 6 bei so einem Event wie hier. Und jetzt Vorhang auf. Wenn es jetzt ein normales Jahr wäre, würde jetzt hier der Unichor singen. Aber es ist nicht ein normales Jahr, wie wir jetzt schon mehrmals gehört haben. Es ist ein Corona-Jahr. Da gibt es Vorschriften und da halten wir uns auch dran, vor allem auch im Probebetrieb. Und darum haben wir jetzt eben nicht nur die Aula Musmat als Probeort, sondern auch die Aula vom Schulhaus Schwabgut in Bümplitz. Wenn ihr uns hören wollt, was bei so Probe rauskommt, wo wir dann eben haben, dann empfehle ich euch unser Konzert. Uni-Orthodox, das ist am Freitag, am 6. November und am Samstag, am 7. November. Und all die, die mitmachen wollen, was ich das gut vorstellen kann, das ist das Projekt 4 Elemente. Das startet am 10. November, am Dienstag ist das erste Singen, wo ihr könnt mitmachen könnt. Und wenn ihr jetzt schon Fragen habt, die ihr unbedingt klären müsst, noch vor dem 10. November, dann könnt ihr ein Mail schreiben an info@unichorbern.ch. Dort werden die Fragen hoffentlich zeitnah beantwortet. Was mir jetzt noch bleibt, ist euch einen wunderschönen Start ins Semester zu wünschen. Im Namen vom Unichor. Und ich hoffe, dass ich den einen oder die andere vielleicht an einem Konzert oder dann an so Proben vom Dienstag wieder gesehen.